wir leben als selbstständige Architekten in der Kölner Innenstadt. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass Baukultur an den Schulen und schon bei den Kindern anfangen sollte und muss. Dabei liegt uns als Architekten und Planer die Baukultur mit allen Facetten besonders am Herzen. Hierbei versuchen wir, eine Lücke im schulischen Bereich zu füllen, um dort in der Beobachtung und praktischen Anwendung ein Gefühl für die unmittelbare und belebte Umwelt genauso selbstverständlich zu vermitteln wie Deutsch und Mathematik. Vor einigen Jahren fiel uns in der Grundschule unseres Sohnes in der Mainzer Straße der nicht sehr kindgerechte Schulhof auf. Als Architekten dachten wir, da muss was getan werden. Der Schulhof bestand hauptsächlich aus einer großen Asphaltfläche, der außer Hin- und Herrennen den Kindern kaum Möglichkeit zu kreativen Spielen gab. Uns wurde schnell klar, dass eine solche Umgestaltung nicht durch die leeren städtischen Kassen zu finanzieren sind, sondern als gemeinnützige Projekte durchgeführt werden müssen. Die Bedürfnisse, die damals erkannt wurden, waren Klettern, Schattenspenden, Ruhezonen. Also erstellten wir einen Kletterhügel, wo man rauf und runter laufen konnte, mit geborgenen Ecken. Eine Freiluftklasse, in der ich Theater spielen kann und Unterricht halten kann. Eine Lehmhütte und Weiden-Iglos, die mir im Sommer Schatten spenden. Eltern und Lehrer kommen zusammen und agieren gemeinsam, unabhängig von ihrer sonstigen Lebenssituation. Dies geschieht mit dem Ziel, Verantwortung für das Gemeinsame der Stadt und ihren öffentlichen Flächen und die Schule natürlich zu übernehmen. Man wächst zusammen, öffnet sich und wird stärker, die Kinder genauso wie die Erwachsenen. Die Eltern sind viel mehr engagiert, nicht indem wir sie einbinden, sondern indem sie selber kommen, indem sie sich selber hier einbringen und die Dinge tun, die nötig sind, mit den Kindern zusammen. Der Erfolg des ersten Projektes hat Schule gemacht. In der Zwischenzeit sind die unterschiedlichsten Schulen auf uns zugekommen, sie bei ihren Vorhaben, ähnliche Dinge umzusetzen, zu unterstützen. Eines der 7 Projekte, die wir zurzeit betreuen, ist die Förderschule für geistige Behinderung in Köln-Vogelsang. Das haptische Erleben mit den Materialien Holz, Ton, Sand und Erde ist gerade hier an der Schule für geistige Behinderung eine wichtige Voraussetzung für die seelische Ausgeglichenheit der Kinder. Unsere Aufgabe ist es, die Projekte für alle Beteiligten erfolgreich zu gestalten, um somit mehr Lust auf mehr Bürgerbeteiligung zu bekommen. Die Kinder sind die eigentlichen Architekten bei unseren Projekten. Dadurch wird Architektur zum Pädagogen.